Wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Replace the locomotive driver every 4 years. So changing the president every 4 years. The direction is still the same. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, you know what time it is. It's your boy again, Shady Shady, one and only, guys. And today we are back again. We are back with more German brutal satire. So that's it too much, guys. We're going to jump on this right away. Volker Pispers has got the juice. He's got the sauce. So basically, he's got that deep knowledge. He's got that depth. He's got words that will hit you, yeah, straight to your heart. He hits straight to the point. He breaks down political matters in such an interesting way and crazy ways that just leaves us speechless. Anyway, that's it too much, guys. I'm gonna jump on this right over and get this started. But as usual, guys, before we start, make sure you smash that like button, okay? Subscribe, all right? Let's get this video started. Let's go straight to action. Okay, the video is titled Volker Pispers, Wir müssen den Zug anhalten, okay? So basically, the translated one is, we have to stop the train. All right, so I'm just gonna subscribe to Damien Bartok. Damien, please do more. Please do more, please do more. All right, guys, let's get this video started. Straight to action, we go. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese 5 Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. Okay. So, mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch, nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, da, Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es fürs Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. They always say they'll make it more transparent, but they never do, never do. Only the rich get richer and the poor go lower, get poorer. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sich in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. The segregation is crazy. The rich have their class. Yeah, they have their schools, their hospitals, their systems all in place. And the middle class is said completely dissolved, okay? They have to work 2 parallel jobs and that is very true, even in the UK. Ab dem dritten 8-Stunden-Job brauchen Sie auch keine eigene Wohnung mehr, da sparen Sie richtig Geld. Das untere Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. What? Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mit verdienen. Obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg.
Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. The world needs to hear this guy. The world needs to listen to this guy to see the truth. 95% der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können jetzt auch nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur, und dann sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha. Wir können jetzt auch nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Replace the locomotive driver every 4 years, so changing the president every 4 years. The direction is still the same, no alternative. Like, still the same, whoever you vote in, they're still going in the same direction. So whatever we do, it's still the same direction. Da machen die Medien sie aber auch Mühe, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle 4 Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Oh, oh, oh. Wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche Nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können Sie nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal aber den Zug anhalten gegen Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Das will der Deutsche nicht. Die Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen ja 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Und dann kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem? Das ist doch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man auch finden im Internet. Müssen sie aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden sie da nichts drüber. You can't find anything about it in the newspapers. You have to google it, to search it, to find the information. You have to use the internet to find the information, because the media will not tell you. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus? Was ist damit? Ist noch nie probiert worden. Steht sogar im Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach, ne? Diese Gramgebeugten vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont, in den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Für eine warme Mahlzeit am Tag, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zähne, das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Entschuldigung. Wir wollen ja mal fair bleiben. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre, inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck? Geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern der DDR vor 30 Jahren? Das wäre aber eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft. Heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wir werden mit Angst regieren, meine Damen und Herren. Mit Angst. Wow. We have to stop this train. We have to stop this train. Like you said, every 4 years,
We choose who the driver of the train is, yeah? So we can get like an alternative direction, an alternative option, but it is on a single track. It's still going that direction. We keep changing the locomotive driver every 4 years, new president, new prime minister, new person on it, but it's still driving the same train in the same direction. The only way to stop it, yeah, to change direction, he said, is to stop the train. Okay, but people are too scared to stop that train because what is the option? Okay, people have this job, they can't afford to lose it. They lose the job, what is their source, their form of livelihood? This train has put segregation between the rich, the middle class, and the poor. Okay, now even the police don't want to go to some areas. They don't even dare go to those areas at all. They're like, just leave those areas out. Okay, they only just take care of one of the parts that have been separated. They only take care of the rich side. The middle class, work your two jobs, work yourself to death. To be honest, yeah, like I think enlightenment really needs to help us. Okay, we need to enlighten ourselves. And also, you will never find enlightenment in the media, in the newspapers. You're not gonna find it. You search for it, it is not there. Everything is hidden. They hide it, okay? They hide it. Yeah, they keep it away. Alright. Somebody comes with the right solutions, but still we don't even believe it because our brain have those barbed wires who have been blocked. Listen, yeah, like the whole world, yeah, needs to listen to this guy, okay, and people like this that will enlighten our minds, because once the people know, once you get that knowledge, you're gonna be like, you know what, enough is enough, let's stop the train right here, pull that emergency brake and stop it now. Anyway, guys, as usual, Voca Pispers has dropped the fire, he's dropped the knowledge, he's dropped the deep truth, okay. I just hope we can spread this word around so people here know and get our minds freed. We need to get our minds freed because we are in the final stage of capitalism, which leads to what? Civil war, like I said. That is crazy. Alright then, guys. Love and peace out. Catch you in the next video. Oh, and I promise not to leave. Okay.